Heute werden wir einen ganz besonderen Lost Place erkunden. Vor nicht allzu langer Zeit haben wir auch schon eine verlassene Kirche erforscht, aber diese hier ist wirklich kein Vergleich. Die Location wurde uns von anderen Urbexern Lost Adventure Hunting mitgeteilt, mit der Information, dass sie so aussieht, als wäre sie seit gestern verlassen. Allerdings ist sie das nicht. Seit 10 Jahren hat die Öffentlichkeit hier keinen Fuß mehr reingesetzt. Übrigens, falls ihr das Format Mysteries noch nicht kennt, in Mysteries gehen mein bester Freund Berkant und ich den spannendsten Orten und Geschichten auf den Grund. Falls ihr also noch kein Abonnent von diesem Kanal seid, würde es mich extremst freuen, euch als einen neuen Kanalabonnenten begrüßen zu dürfen. Und wie immer, Leute, ihr könnt natürlich auch gerne mich in eurer Instagram-Story erwähnen. Ich werde dann nach dem Video euch auch zurückerwähnen. Das hilft immer unglaublich viel. Von daher vielen, vielen lieben Dank. Aber jetzt zurück zum Thema. Die Kirche wurde vor über 100 Jahren zwischen 1910 und 1911 erbaut und weist eine wirklich einzigartige Architektur auf. Der letzte Gottesdienst allerdings, der ist schon eine ganze Weile her. Vor knapp 10 Jahren fand hier der letzte Gottesdienst statt. Seitdem steht die Kirche leer und ist eigentlich für die Allgemeinheit gesperrt. Na gut, dass wir nicht die Allgemeinheit sind. Ich meine, ich mache ja auch nur meinen Job. Mysteries und so. Jedenfalls könnt ihr davon ausgehen, dass wir eine der ersten sind, die diesen Ort erforschen können. Und dabei nehmen wir uns natürlich auch nicht raus, den Kirchturm zu erklimmen, wobei wir uns allerdings in riesige Gefahr begeben, wenn nicht sogar Lebensgefahr. Mein bester Freund Berkant und ich begeben uns im Schutz der Dämmerung zu diesem Ort und gehen der Sache auf den Grund. Bei Nacht. In diesem Sinne, hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen Mysteries. Dieses Mal ein ganz, ganz anderer Anfang, denn wir sitzen hier gerade mitten im nassen Gebüsch. Wir sind wieder mitten in der Stadt und müssen leise sein, denn es ist mittlerweile abends. Die Sonne ist eigentlich schon untergegangen, es wird nur noch dunkler. Ja. Und wir stehen hier vor einem mega kleinen Kellerfenster, wo wir jetzt durchkriechen müssen, um dann in eine verlassene Kirche zu kommen, die so noch eigentlich niemand wirklich kennt. Also wir sind tatsächlich eine der ersten, die hier sind. Ich bin super gespannt. Ich auch. Let's go, come on. Los. Hier müssen wir durch. Hier müssen wir durch, ja. Alter. Oh, das wird richtig lustig. Hier müssen wir das aufschieben. Ist alles nass. Eieiei. Okay. Boah, das ist eklig. Das stinkt auch, oder? Boah, das stinkt richtig. Ich will auch gar nicht wissen, was da für Viecher sind, ne? Puh. Augen zu und durch, sagst du? Das? Ja, das geht. Oh Scheiße, das sieht aber nicht gut aus. Scheiße, ich freue mich schon, wenn ich gleich durch muss. Ah, das wird lustig. Leute, Regel Nummer 1, ihr müsst klein sein. Oh Gott, du kommst aber echt vereinfacht durch. War eklig, aber. Ja, das war schon ein bisschen. Hat funktioniert. Aber es geht, also. Ja. Oh Gott, Leute, wir sind drin. Wir sind drin. Ich bin ein bisschen nervös, weil das sieht echt, ich weiß nicht, die Kirche von außen sieht gar nicht richtig verlassen aus, so. Ich bin so gespannt, oh mein Gott, ey. Okay, also wir landen in so einem Heizungsraum, wo nicht sehr viel ist. Ich will jetzt nochmal hinten lang. Alter, hier ist eine Krippe. Siehst du das? Jo. Berkant, guck mal über dir. Oh mein Gott, boah. Weiße Spinne. Nope. Das ist eklig, wa? Nein. Okay, lass dich raus mit der Kapuze hier durch. Die ist mir zu groß. Oh mein Gott. Hier lang, ne? Ich denke mal, das geht da lang, ja? Ist der da?
Film oder so, ne? Ich sag's euch, das sieht aus wie so ein alter Folterkeller hinter der Kirche, ich sag's dir. Kranz. Ist das ein Riesenkranz an oder was das sein soll? Ja, ich glaube, das hat was mit Tanzen im Mai zu tun. Ich habe keine Ahnung. Der Maibaum korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, aber ja, ich meine, so ein Ding packt man dann da an. Hier ist. Was? Also. Kommt das aus der Kirche? Hört sich ein bisschen so an, aber. Boah, das ist so creepy. Ich meine, wir sind mitten in der Stadt, wir sind direkt Häuser überall. Ja. Kann sein. Ja. Also, schön. Wir kommen ja gleich so rein und dann sind da so. Irgendwelche Teufelsanbeter oder so, irgendein Ritual. Du wolltest Satanisten sagen. Ja, wollte ich auch. Und man hat sich angewohnt, ne? Ja, ist halt so. Aber ich versuche mich zu bessern. Ja, ist auf jeden Fall schon sehr, sehr lange verlassen, ne? So wie es aussieht. Ja, es ist wirklich schon sehr lange verlassen. Also, es ist locker schon über 10 Jahre verlassen, nur es war niemand drin. Es ist ein Ort, der sehr, sehr gut erhalten ist. Also wir werden wenig Vandalismusschäden finden. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ja. Berghand? Alter. Ich wollte es nie, das wisst ihr. Naja, aber diesmal war es Leon. Diesmal weiß nicht. Eieiei. Wenn es überhaupt aufgeht. Okay. Geht nicht auf. Ist zu. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal hier hoch. Scheint so, als ob wir schon viel zu weit oben sind, oder? Ja, ich weiß es nicht. Boah, denkst du, die Türen sind da? Kann sein, dass sie schon wieder zu sind. Ne? Es wurde dunkel und dementsprechend unübersichtlich. Allein in die Kirche hineinzukommen, war ein richtiges Abenteuer. Okay, Leute, wir haben jetzt nochmal eine Lagebesprechung gemacht und uns auch nochmal die Audios von Greta und Molly angehört. Die beiden Lost Adventure Hunting, ganz liebe Grüße, gehen raus an euch beide. Die haben uns nämlich diesen Ort hier empfohlen und uns auch gesagt, worauf wir achten müssen und wie wir hier reinkommen. Alles. Genau, und deswegen, die haben uns auch... Hab nur ich was da gehört? Ich habe nichts gehört. Ich dachte gerade, da steht einer jetzt vor mir, ne? Junge, hör auf. Ich schwöre auf mein Leben, das hat sich angehört, das kam da gerade einer hoch oder so. Ich habe nichts gehört. Echt? Ich habe wirklich nichts gehört. Ich habe gerade echt Herzklopfen. Weil das, ich krieg Ken School Vibes. Da, wo du hast. Aber alles gut, alles gut. Okay, noch alles gut, wir beruhigen uns, gehen wir vom Fenster. Ja. Also wie auch immer, die haben uns auf jeden Fall gesagt, dass der Zugang wirklich sehr kompliziert ist, weil die Kirche auch echt groß ist. So, da könnte man lang gehen, aber das ist nicht der richtige Weg. Das hatten sie nämlich gesagt, hier steht so ein Stuhl. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber wir sind gerade sozusagen über der Kirche. Was und da oben ist das Kirchendach. Krank, okay. Aber es ist natürlich nicht immer so das, ne? Normalerweise bei manchen Kirchen sieht man auch komplett das Dach von innen. Hier wurde nochmal ein Dach durch die Mitte gezogen sozusagen. Ja. Okay. Ja, da könnten wir jetzt weiter lang, aber wir müssen auf die andere Seite. Das heißt, wir gehen zurück. Das kann alles von draußen sein. Ja, ich weiß. Das ist krank, Leute. Also... echt gruselig war man. Wir hören die ganze Zeit Geräusche. Man hört alles. Und man weiß halt nicht, ob das jetzt vielleicht auch jemand ist, der jetzt in die Kirche reinkommt oder so. Ja, ja. Okay, komm. Also, hier geht's als nächstes hoch. So eine kleine Leiter. Okay, mal gucken, ob ich das hinkriege mit der Kamera. Das solltest du. Oh, Leute, das ist richtig abenteuerlich, dieser Ort.
alles gut? Ja, was ist gegen geknallt? Ja, gegen mein Knie. Oh, scheiße. Gegen. Alles gut? Okay, ja, alles gut. Das ist ein bisschen enger als gedacht. Ja, ich weiß. Wegen den Balken hier, dann... Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, man muss aufpassen, wo man hinläuft, Leute, weil hier ist zwar dieser Gehweg, aber links und rechts, gut, geht jetzt nicht super tief runter, aber trotzdem zumindest so weit, dass man sich verletzen kann. Ja, man muss sich so richtig bücken wie so ein alter Mann. Ja, du brauchst, du kannst doch normal durchlaufen mit deiner Körpergröße, ne? Ja, eben. Es ist voll geil, klein zu sein, Lost Places, Leute, ehrlich. Alle, die klein sind, ihr wisst, was ich meine. Ich komme mir auch vor wie in einem Videospiel, ehrlich. Das ist so Adventure irgendwie. Das ist so geil. Pass auf. Entweder wir müssen nach oben. Ich denke nicht, oder? Wir müssen nach unten. Da ist auch noch eine Leiter nach unten. Ja, ich denke mal hier lang, weil hier ist ein Gehweg. Da ist ein Gehweg? Okay, ja. Dann gehen wir erstmal da runter. Genau. Das Spiel sagt uns, wir müssen hier lang. Boah, das ist eng, ne? Scheiße. Boah, das ist halt auch alles Holz. Man weiß nicht, wie lange das noch hält so. Leute, links und rechts sind überall große Spinnennetze. Also, pass auf, jetzt wird's hier wird's ein bisschen wackelig. Oh, hör auf, hör auf, hör auf. Alter. Okay, das ist ein bisschen. Das ist echt gefährlich. Ist hier Musik? Okay, ich gehe vorher. Ja. Pass auf. Bitte beweg dich nicht. Warte, ich gehe ein Stück zurück, okay? Ja, ich habe ein bisschen Angst. Eigentlich. Puh, scheiße, Berkan. Ja, das ist hier fest. Mach keinen Scheiß. Das ist echt klein hier. Deswegen. Oh. Okay. Das ist nicht so unsicher, ne? Ja, pass ein bisschen auf. Leute, ihr seht, wie schief das ist, ne? Scheiße. Es ist nicht so wackelig. Also wenn man normal drüber läuft, geht's. Aber es sieht halt einfach so gefährlich aus. Ich glaube, es ist auch so gefährlich. Geht einfach durch. Ich habe voll gestruggelt. Ja. Sieht ein bisschen aus wie so ein kleiner Aufzug oder so. Ja, also es geht jetzt nur nach oben. Ja. Und es geht nach unten. Sollen wir erst nach unten? Ja, ich würde sagen, und dann wenn wir zurückgehen, können wir dann gehen wir nochmal nach oben. Okay, komm. Was uns jetzt hier erwartet. Okay. Also. Oh, krass. Was ist das? Ich weiß auch nicht genau, was das für ein mechanisches Ding ist. Hängt vielleicht irgendwie hier mit diesen Gewichten zusammen. Mit dieser Art Aufzug, was wir gerade schon erwähnt hatten. Oder was ist zum Glockeläuten? Das könnte ich mir auch vorstellen. Nein, nein. Dass du die Dinger irgendwie, dass die bewegt werden und dadurch. Nee, ich wollte nur gucken, was das für ein Material ist. Achso. Ja, das ist so ein Boss. Das ist richtig massiv, ne? Ja, das ist richtig massiv, ja. So wie ich ungefähr, ne? Genau. Alter, hör auf. Ja, okay, toll. Du weißt ja nicht, ob das abbricht. Stell mal vor. Boah, nein, never. Wir wussten zwar schon, dass die Kirche gut erhalten war, aber der Blick durch den leeren Kirchsaal hat uns wirklich verzaubert. Alles war an seinem Platz. Es fehlten nur die Menschen. Das sieht aus, als würde hier jeden Moment irgendwie eine Zeremonie beginnen. Jetzt guck mal da hinten jetzt auch nochmal an, hier geht's überall lang. Ja. Egal, ist ja egal. Wir haben so viel zu erforschen. Ja, wir gucken uns eh alles an. Das sieht aus, ein bisschen aus wie so Folterstühle, weißt du? Das ist ein Folterstuhl. Das sieht nicht aus wie ein Folterstuhl. Doch. Du bist ein Folterstuhl. Was ist denn daran foltermäßig? Ein bisschen Spannung rein. Und irgendwie ist das creepy, durch diese Gänge zu laufen, oder? Ich weiß. Boah, weil ich sehe halt links und rechts nichts.
schon mal vor, gleich sitzt da einer an so der Bank drin und wir sehen ihn. Da einer, der versteckt sich da drunter. Boah, hör auf, ey. Ich renn direkt raus. Und schon wieder stelle ich mir die Frage, Leute, was machen wir eigentlich? Aber die Frage stelle ich mir in jedem Video. Und was ist das für eine Tür? Wir sind noch vorhin hochgelaufen und da waren zwei abgeschlossene Türen, das ist die obere, denke ich mal. Okay, macht Sinn, okay, alles klar. Ja. Ja, das knarrt richtig teilweise. Also sich leise fortbewegen kann man hier nicht. Nee, hier auf jeden Fall nicht. Ich sage, gehen wir mal nach unten in den Eingangsbereich. Sehen kann bei 1972. Was? Das ist saugruselig. Ich weiß. Echt. Tagsüber ist das bestimmt total schön so. Ja, das stimmt. Wir sind spannenden Dinger. Alleine jetzt, wenn man so durch die leeren Gänge guckt und sich einfach mal vorstellt, wie hier vor nicht allzu langer Zeit hunderte von Menschen gesessen haben, um zusammenzukommen und zu beten, zu singen. Das ist schon unglaublich. Antik aus, so, ne? Ja. Sowas lässt vielleicht darauf schließen, dass eventuell hier auch mal Obdachlose gewesen sind. Also sieht ein bisschen aus wie so eine Decke oder so ein Schlafplatz. Ja, kann sein. Man hat die ganze Zeit Angst, dass da jemand liegt. Hier, guckt euch das mal an. Who knows, so, ne? Ja. Ob hier jemand schläft? Ja, ich hoffe nicht. Wir sind auch nicht in der sozialsten Gegend hier, tatsächlich. Ja, das stimmt. Hier ist noch ein Treppenhaus, aber doch. Also von hier kamen wir nicht, aber wenn wir jetzt nach oben gehen, dann würden wir da auskommen, wo wir vorhin in die obere Etage gelaufen sind. War für einen Augenblick gar nicht unheimlich. Nein, sie war irgendwie episch. Und ja, jetzt sehe ich schon wieder die ganzen Kommentare. Ich habe Priester gesagt. Ich sage immer Priester aus Versehen. Ich weiß, es heißt Pfarrer oder Pastor, aber ich sage irgendwie trotzdem nur. Hä? Sei leise. Oh, wie cool, guck mal. Hier ist wie so ein Podest, ne? Ja. Ey, wie geil. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott. Guck dir das an. Ja. Guck mal, hier kannst du das Licht normalerweise anmachen. Voll cool. Ich mag das Geräusch. Frage, guck mal, die ist doch so gut im Stand. Ja. Was ist los? Ich dachte,
dachte, dass der Kronleuchter wackelt. Hör auf. Das sah gerade so aus, aber. Oder wackelt der leicht? Schnuffel, der knallt jetzt runter plötzlich. Hier, das kann passieren, ne? Oh, ich bin weg. Ist ein Lost Place, Junge. Okay, hier ist also die Technik. Und ein Streichholz, okay. So hinter oder so. Okay. Bisschen komisch. Ich dachte, das ist ein Fenster. Das Schloss sieht richtig geil aus. Ja. Das ist ja gut. Ach komm. Ja, das war deren Raum, wo die sich vorbereitet haben, ne? Backstage. Also Leute, falls ihr noch nie eine Kirche Backstage gesehen habt, so sieht das Ganze aus. Krass. Nein, Leute, geht rein. Vandalismus. Sei ruhig. Ich muss wieder reinstecken. Oh mein Gott, das ist aber so cool. Diese ganzen uralten Bilder. Die ist echt super alt. Krass. Uralte Bilder, die bis ins Jahr 1952 zurückreichten. Das alte Fotoalbum war gleich aufgeschlagen und ausgelegt. Fast so, als wollte man, dass noch jemand einen letzten Blick auf die vergessenen Bilder wirft. Projektoren hat, würde mich interessieren. Also bei uns hatten wir die damals standardmäßig. Okay Leute, wir haben jetzt gerade nochmal hier ein paar Aufnahmen gemacht für das hier, nämlich den Mysteries Merch. Falls ihr den also noch nicht kennt, den Shop. Ich habe jetzt seit geraumer Zeit einen eigenen Shop namens mysteriesmerch.com. Könnt ihr einfach so eingeben und dann könnt ihr hier zum Beispiel so ein Pulli wie ich habe holen. Ja. Wir haben hier gerade ein paar Aufnahmen gemacht und jetzt werden wir den Rest der Kirche erkunden. Junge, das sieht aus wie so ein Bein. Ja, das ist auch ein Fuß, wie so. Alter. Hier ist auch so ein. Was ist das? Ein Kopf? Oh mein Gott. Ja, so ein Engel. Guck mal, der Engelsflügel. Ah, irgendwie creepy. Ja. Leute, werden wir jetzt wieder nach oben laufen, um dort dann die restlichen Räume von dieser Kirche zu erkunden. Ich sehe gerade, da ist ein Rabe. Was? Ja, oder das Vogel, okay, krass. Alles gut. Oh, pass auf den Kopf auf. Hier gehen wir jetzt auch mal lang. Ich hoffe, das ist safe. Ja, das wird der Turm sein. Das wird nämlich deswegen auch diese Dinger sein, um die Birken zu halten von unten. Ja, das ist Sicherheit. Alter, guck mal. Ach du Scheiße. Nicht drehen. Erstteil am Gewicht in Umlenkrolle einlegen. Ja, okay, das werden wir jetzt eh nicht anfassen. Nee, nee. Das ist heftig. Das sieht richtig cool aus. Ja, auf jeden Fall auch. Das ist schief, Leute.
diese ganze Mechanik, die dahinter steckt. Ja, oder? Mega interessant. Enger. Ja, aber wir sind auch schon oben. Boah, hier ist richtig Durchzug. Ja, hier geht's sogar noch höher. Boah, aber hier ist richtig erfrischend. Geht's noch höher? Oh, guck mal, es geht noch höher. Es geht noch höher? Du weißt, du kennst mich. Oh Gott, willst du da lang? Ich geh auf jeden Fall lang. Ich weiß nicht, ob du lang willst. Komm, ich komm mit diesmal. Alright, perfekt. Okay, Leute, wir sind jetzt in diesem Kirchturm drin. Hier ist richtig ein erfrischender Wind, weil wir schon relativ hoch sind. Aber wir werden jetzt noch weiter höher gehen. Damit wir diesmal auch eine gute Kameraführung haben, war. Nein, Spaß. Respekt nochmal, dass du da letztes Mal hochgegangen bist. Ja, hoffentlich würde ich. Wer das Video nicht gesehen hat, Leute, da oben ist das I, da könnt ihr draufklicken und das Video von unserer letzten Kirchenbesichtigung anschauen. Eieiei. Du siehst schon oben die ganzen Löcher im Holz. Echt? Naja, aber ich gehe trotzdem hoch. Alter, bist du sicher? Das ist wahrscheinlich ja, also unsafe. Also ich gehe jetzt nicht richtig drauf, denke ich mal. Ich glaube, das ist eher das Höchste. Ja. Also Leute, hier sieht man ganz gut, wie hoch wir gerade sind. Da unten ist die Straße und da sind die Autos. Also wir sind wirklich über den Dächern. Okay Leute, wir haben uns jetzt entschieden. Wir haben gerade einmal die GoPro ausgepackt. Und Berkant wird sich jetzt bereit erklären, wie letzte Mal, diese ultra gefährliche Leiter hochzuklettern. Wir wünschen dir das Allerbeste. Pass aber wirklich auf dich auf. Ja, mach ich. Ich gehe langsam. Let's go, komm mal. Ich fühle mich halt so hilflos von hier. Seid ihr wirklich sicher, ne? Du siehst die Wackel. Was? Die Wackel. Ja. Weißt du? Je weiter höher ich gehe, desto wackeliger wird's. Okay, warte, ich versuch mal. Ich stelle mich jetzt einfach auch mal mit hier so ein bisschen drauf. Ja. Vielleicht hilft das. Dann bin ich sauer. Pass es. Du bist ein Kind, pass auf, wo du hintrittst. Es geht weiter höher. Noch weiter? Ja. Aber die Leiter sieht sicherer aus. Okay, Leute. Soll ich kommen? Ich weiß nicht. Bist du dir sicher? Das ist echt creepy. Okay, Leute. Ich werde jetzt auch hochgehen. Ich werde aber die große Kamera hier jetzt stehen lassen, weil die können wir nicht mit hochnehmen. Das schaffen wir nicht. Ich wünsche uns Glück. Meine Hand ist zwar dreckig, aber... Alles gut. Kommst hoch? Just in case. Bin ich hier. Ich will halt so wenig Gewicht wie möglich auf die Leiter. Ja, habe ich auch gemacht. Oh, pass auf. Boah, machen wir doch keine Angst. Oh mein Gott, Leute. Das geil. Das ist so krank, ey. Das ist geil, aber ne? Okay. Wir müssen echt aufpassen mit dem Boden. Ja, aber das geht. Also da kommst du easy hoch. Und dann ist da eine Leiter. Guck, du siehst die auch. Die ist jetzt. Sieht so unsafe aus, ne? Hm? Gehst du vor? Naja, ne? Ich soll halt gucken, ob man sterben kann, ne? Richtig. Richtig. Aber hier war seit Ewigkeiten keiner. Boah, ist das eklig, Leute. Ihr wisst nicht, wie ich mich wieder hier, ne? Das ist super eklig. Wow. Ja, ich würde gehen. Das Ding ist, die ist echt ein bisschen steil. Ich will gucken, ob man die ein bisschen... Jetzt fühle ich mich schon sicherer. Ich gehe. So Leute, ich muss langsam gehen. Und meine Balance so gut wie möglich halten. Okay. So. Boah. Leute, ich muss gestehen, ich dachte vor 5 Leitern waren wir schon ganz oben. Aber es geht einfach höher und höher. Und es wird auch immer wärmer. Hier ist leider kein Durchzug mehr. Okay.
Leute, ich zeige euch teilweise die Stufen sozusagen nicht, die Etagen, weil halt einfach nichts ist. So. Puh. Ich weiß nicht, ob ihr meine Hände seht. Ich weiß auch nicht mehr, ob die GoPro überhaupt noch läuft. Oh, okay, die ist schon durchgebrochen. Oh, ich meine, wir sind schon hier. Ganz oben. Könnt ihr mich auch hier oben festhalten? So ein Griff. Ich gehe wieder runter. Da ist auch eine Leiter. Aber das ist mir zu unsicher. Also, was ich jetzt mache, ist schon unsicher. Aber das ist mir eine Stufe zu krass. Hä? Es geht noch weiter hoch, ja. Es lohnt sich nicht. Da ist echt gar nichts. Und die Leiter, jetzt hier nach noch eine. Da ist schon eine Stufe abgebrochen. Ja, I know. Okay. Kannst du festhalten? Noch runtergehen wird das Schlimmste für mich. Ich muss mich ein bisschen beruhigen, denn ich habe Angst vor der nächsten Leiter. Ich habe Schweineangst wegen der nächsten Leiter. Okay. Here I come. Augen zu, einfach runter. Das hilft mir, Leute, es tut mir leid, ich labe gerade den Müll. Ich werde nicht sterben. Komm, Junge. Das ist out of comfort zone für mich. Wir sind eklig, aber. So, danke. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Wir sind jetzt hochgeklettert, ja. Aber wir mussten am Ende doch abbrechen, weil es einfach zu gefährlich wurde. Alleine jetzt, wo wir hier sind, irgendwie 5 Leitern, bevor wir, wo wir oben waren, ist es schon so extrem hoch und unsicher. Ja. Also wir haben uns echt in Lebensgefahr gebracht. Macht das auf gar keinen Fall nach. Ja. Okay, jetzt gehen wir wieder runter. Ja. Und so langsam auch Richtung Ausgang. Ah, fängt es an zu stürmen? Ich glaube, es fängt an zu stürmen. Wir sollten relativ zügig hier runter. Ja. Ja. Was ich erstaunlich finde bei dem Ort ist, dass fast alles hier aus Holz ist und aufgrund des wenigen Vandalismus ist die Kirche trotzdem noch sehr gut erhalten. Also ich glaube, es dauert nicht mehr lange, bis die ersten Unwetter auch den Kirchturm zerstören werden oder die oder das Dach und dann alles durchrostet, durchweicht und dann wird man nicht mehr die Kirche so gut erkunden können, wie wir sie jetzt erkunden konnten. Also es war schon wirklich was Besonderes. Das finde ich immer noch sehr beeindruckend hier, dieses Dach. Ja. Alleine schon der Weg hierhin war super, super aufregend. Okay. Oh. Genug Sport für heute. Ja, genug Sport für die nächsten 2 Jahre, Alter. Okay. Oh, wir sind so schmutzig, Leute. Unnormal. Ja. Sind's runter? Ja. Geschafft. Ich hätte niemals gedacht, dass wir hier reinkommen. Ehrlich, ist Leute, wirklich so. Ich kenne den Lost Place, oder ich kannte ihn. Aber du wusstest nicht, dass es ein Lost Place ist, wo man irgendwie reinkommt. Ja, ich habe damals schon einen Eingang gesucht, das ist super lange her. Ja. Aber nichts gefunden gehabt. Ich meine, krank. Der Eingang war jetzt auch, ne? Sehr, sehr gut versteckt. Boah. Wir haben es geschafft, Mann. Aus dem Lost Place, aus dem Dschungel rein. Die Stelle sieht aus wie ein Dschungel, ne? Wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Oh. Freiheit. Freiheit, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft, Leute. Oh. Das war geil. Hammer. Wow, das war so schön, ne? Und dann geht man auf diesen Drecksturm und wird schweinedreckig. Ja, gut, wir waren auch schon vorher schweinedreckig. Ja, aber es ging. Das war schon echt geil. Aber das war geil, das hat Spaß gemacht. Richtig geil. Das hat Spaß gemacht. Guckt euch das einfach mal an, Leute. Oh, da oben war ich. Da oben war wieder hier.
beide waren hin und weg von diesem Ort. Zwar war es jetzt nicht mehr das erste Mal, dass wir eine verlassene Kirche erforscht haben, aber dass eine Kirche noch so erhalten ist, war wirklich einzigartig. Das Internet bestätigte unsere Annahme. Durch massive Schäden an der Bausubstanz musste die Kirche leider geschlossen werden. Etwas Paranormales ist dementsprechend wahrscheinlich auszuschließen. Ich bedanke mich vom ganzen Herzen fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mysteries. Bis dann.